Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Gwent. Ja, heute mal in der Closed Beta. Ich habe gerade um 3 die Mail bekommen, dass ich ebenfalls für die Closed Beta hinzugefügt wurde oder die Closed Beta testen darf. Ob es dieses Video jemals geben wird, kann ich euch aktuell noch nicht sagen. Oben steht drin hier, da oben steht Closed Beta aktuell. Weil das ist die Voraussetzung dafür, dass es drin steht. Ich habe es jetzt auch mal reingeschrieben, also ins Video. Ich werde es in den Videobeschreibung schreiben und unten wird es auch nochmal drin stehen, also in der Infobox im Video, wie auch in der Videobetitelung, wird es ebenfalls drin stehen, dass es eine Closed Beta ist. Das heißt, es können noch Fehler auftreten. Diese Fehler werde ich natürlich melden. Ich habe keine Ahnung von Gwent. Ich habe gerade schon mal die Grundlagen und die fortgeschrittenen Spielmatches, das und das, wie am Hackset, habe ich schon gemacht. Das werde ich mit euch jetzt gleich in Angriff nehmen. Ich weiß nicht, ob es dieses Let's Play jedenfalls aktuell geben wird oder wann ich es hochladen werde. Ich habe zwar dem Support gerade schon geschrieben, wie es aussieht mit YouTube hochladen und so weiter und so fort. Ich habe mir jetzt aber schon mal vorgenommen, dass ich es einfach schon mal aufnehme und schon hochlade. Und einfach mal gucken, was passiert, ob die es mir erlauben oder nicht. Ich werde mal auf YouTube gucken, ob es da schon irgendwelche Let's Plays gibt. Zu, ob da irgendwas schon steht, ob da irgendwas schon gemacht ist, was weiß ich, das weiß ich ja selbst noch nicht. Das heißt, wir werden uns jetzt 10 Minuten mit diesem Closed Beta Spiel beschäftigen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob ich in der Zeit eine Mail bekomme, ich sehe es ja unten, oder was passiert. Ja, Closed Beta in der Version 0.8.60.16 und wir starten hier mal die Matches. Ja, ich habe schon ein bisschen gerade geübt, dass es nicht ganz so lustig ist. Stopp, du Wurm! Dass es nicht ganz so luschig, grubber. Vorwärts! In den Kampf! Läuft bei mir. So. Nein. So, nutzt die gesammelten Erfahrungen aus der vorigen Partie mit tauschen Karten aus in dem Kampf. Möchtest du auf jeden Fall. So. Ich fange jetzt einfach mal an. Das ist jetzt mir jetzt auch gerade. In der Partie erfährst du, wie der Anführer eingesetzt wird. Anführer. Also der. Lang lebe, etc. So. Ja, Gwent ist ein Kartenspiel, in dem du versuchen musst, dein Gegner hat. Boah, das ist echt laut, Gwent, oder kommt mir das nur im Headset zuvor? Ich schraub's einfach im Headset nochmal, Leute, denn im Aufnahmeprogramm ist es auf jeden Fall perfekt, würde ich mal sagen, ja. Ich muss mal kurz eine Einstellung treffen, ich hoffe, das funktioniert. Jetzt, weil ich gerade sehe, übernehmen. Okay. So, ich hoffe, das läuft. Dein Gegner hat seinen Anführer eingesetzt. Anführer können nur einmal pro Partie eingesetzt werden. Mit dieser Einsetzung des Anführers ist der Zug ebenso beendet wie durch das Ausspielen der Karte oben. Fortfahren. Um ein Ausführen, ziehe deine Ausführungskarte mit Schachmatt auf X. Tu das jetzt. Das. Vorwärts! In den Kampf! Der Gegner wird nun einen Wettkampf ausspielen. Diese Karte verringert die Stärke aller Einheiten. Einheiten in der Reihe auf ein Minimum. Es sind beide Seiten des Schachtfeldes und damit beide Spiele betroffen. Fortfahren. Du bist am Zug. Wettkarten eingesetzt werden. Der Gegner ist eine bestimmte Reihe erheblich mehr stark besetzt. Denk daran, dass sie sich, wenn eine Karte. Ja. Ja, ich habe aktuell noch genau keine Ahnung, was jetzt genau hier wie, wo, was passiert und was hier genau irgendwie kaputt geht oder was hält oder was nicht. Ich weiß es aktuell nicht, deswegen da gucke ich jetzt einfach mich gerade mal ein bisschen durch. Ich gucke natürlich auch ein bisschen darauf, hier, was hier ich wie, wo machen kann, um natürlich einen guten Zug zu erlegen. Die Runde gewonnen, 24 zu 19. Start die zweite Runde. Zack.
bist am Zug. Kannst du die Grundlagen erfordern, um mehrere Spiele zu lernen? Taktiken, die du anwendest, kannst du deinen Gegner zu besiegen, Geld sammeln. Aha, Techniken, setze dein Kenntnis ein, um deine fortfahren. Bringen wir es hinter uns. Also das Spiel leckt noch, ruckelt noch leicht. Ich weiß, ich kann es nicht. Mein PC könnte auch mal wieder neu gestartet werden. Ich codiere nämlich schon seit dem ganzen Tag Videos wie so ein Idiot. Männer, an die Waffen! Ja, ran an die Bulette. Das Geld, mach ich nicht. Ne, die habe ich schon gespielt. 19? Ich weiß nicht, ob das jetzt so sinnig war. Ich glaube nicht. Ich muss die Runde leider verloren. Ja, ich wusste jetzt nicht genau, ob ich das einfach drücken muss oder ob das jetzt noch gut. Ja, wir üben noch. Das heißt, auch Fels sind bei mir drin. Ich werde mich jetzt nochmal genau mit diesem... Du bist am Zug, oder gibt's doch da erstmal gar nicht. Gib lieber gleich auf! Dahin. Gibt's ein Dreihaut? Zack. Dann will ich den. Nein. Gib lieber gleich auf! Achtung. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. 28 zu 20, mir wird so langsam. Du bist gut. Was ist jetzt mit der Karte? Ach, der Arsch. Ja, wir arbeiten noch dran. Temerien zählt. Sonst nichts. 36 zu 19. Ich glaube, ich habe gewonnen. 36 zu 14. Männer, an die Waffen! Gepasst. Du bist am Zug. Ah, nein. Die Karte habe ich ja nicht. Obwohl, damit kann man noch was nieten. Machen wir da noch mal Platz. Du bist am Zug. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Läuft. Läuft, 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 läuft. Ich habe einmal gewonnen mit 24 zu 19, verloren mit 19 zu 22 und gewonnen mit 57 zu 7. Ich würde sagen, das war doch gar nicht schlecht für das erste Mal. Ja. Ich warte jetzt, oder, ja, wenn euch Gwent, die Closed Beta, gefallen hat, es gibt, glaube ich, noch die Möglichkeit, sich anzumelden. Bin mir da aktuell nicht ganz sicher, schaut jedenfalls unten in die Videobeschreibung, da werden gleich noch ein paar Links zu auftauchen. Ja, ich hoffe, das Video wird kommen. Ich werde jetzt gleich mal auf YouTube ein bisschen suchen, ob es da schon irgendwas gibt. Ich werde natürlich, oder ich habe ja gekennzeichnet durch Closed Beta oben, ich werde es in der Videobeschreibung nochmal reinschreiben, wie auch in der Beschreibung des Videos, dass es die Closed Beta ist. Es können Fehler auftreten, es werden Fehler auftreten, das kann man bei einer Closed Beta nicht vermeiden. Das heißt, falls was nicht so rund läuft, euch irgendwas auffällt, was mir noch nicht aufgefallen ist, weil ihr das Spiel besser kennt, was weiß ich, schreibt es mir unten in die Kommentare. Es ist nämlich extrem wichtig, dass man bei einer Closed Beta oder allgemein beim Beta-Spiel, dass man bekommt, dass man dort auch Feedback gibt. Ich werde jetzt das Spiel wahrscheinlich heute leider nicht mehr testen, denn wir haben es jetzt kurz nach 4. Ich werde jetzt das Video fertig machen und hochladen für euch. Ich wünsche euch jetzt auch einen schönen Morgen, Mittag und Abend, wann ihr das Video auch zu Gesicht bekommt. Bis später. Ciao.